Servus PA-Freunde und Semitontechniker, heute zu meinem Update-Video. Und zwar habe ich wieder ein paar neue Sachen für euch. Und zwar habe ich mal wieder komplett übertrieben. Man kennt's, ich übertreibe ja nie. Ich habe mir ein Stromrack gebaut, also aus 4HE. Also wirklich, wo man halt alle Phasen dann anschauen kann, welche Phase was verbraucht. Und dann, wie viel Volt auf der L1 ist. Also mehr habe ich noch nicht. Da mache ich vielleicht so noch so einen Drehschalter rein, dass ich schauen kann, L1, L2 und L3. Genau. So, dann kommt hinten auf jeden Fall, wenn ich das mal von hinten euch dann gleich zeige, kommen hinten so Sicherungen rein, B16er wahrscheinlich mit FI, dass das quasi alles schön abgesichert ist. Und als nächstes wird dann ein Schalter reinkommen, der quasi den drei Phasen Starkstrom, also den Starkstrom, den Drehstrom von meinen Powercon-Inbuchsen trennt. Weil das ist genau nämlich das Problem, wenn ich den jetzt angeschlossen lasse und hier mit Powercon reingehe, dann gibt es erstmal einen fetten Kurzschluss. Das möchte ich nicht, deswegen kommt da hinten nochmal was sicherungsmäßig und alles rein. Und genau dieser Drehschalter, der ist mir auch sehr, sehr wichtig. Genau, und dann gehe ich halt hier raus mit jeweils 2, 4, 6 Powercon out. Da fehlt nur einer, da kommt nur einer rein auf jeden Fall. Und dann gehe ich hier ins Endstufenrack. Endstufen habe ich momentan 2 FP10er, beides Toluens. Kann man mal gucken. Also ich mache es immer gern so. Ich mache immer gern so, so. Und dann müsst ihr mal die Ampereanzeige anschauen. Mal schön scharf stellen. Mein A70 regelt wieder. Gar keinen Bock. Alter. Das sind 2x10 kW-Amps. Da geht was. Einfach nur heftig. Ja, auf jeden Fall ist das mein Update zum Amp-Rack und zum Stromverteiler-Case. Genauso wie da unten noch eine dritte FP10 bald Platz finden wird. Und ich habe ja angedeutet, ich gehe auf Bassreflex und das werde ich jetzt auch machen. Also beziehungsweise es ist kein Bassreflex, es ist ein Bandpass mit Bassreflex-Mischung. Da streiten sich auch viele Geister. Da kommen in den folgenden Videos dann wieder mehr dazu. Und ganz viele informative und bla bla Scheiße halt. Ihr wisst das, ihr kennt das von mir. Eigentlich gar nichts informativ, einfach bloß mal baut. Aber nee, diese Pläne sind wirklich berechnet für ein LFN 405. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall den RCF, den ich habe. Man merkt schon wieder, die neue Toulon stinkt nach China. Dann habe ich hier meine ganzen schönen, geliebten LBHs verkauft. Alle weg, bis auf die Treiber, die sind noch da. Man sieht es ja, hier sind noch Treiber da. Da alles weg, richtig schade, richtig, naja, tut mir eigentlich schon ein bisschen im Herz weh, weil das war schon echt ein heftiger Pegel. Ob ich da mit meinen 4 Doppel-18 hinkommen wäre, ist die Frage, aber ich denke schon, das werden wir schon ordentlich schaffen. Dann habe ich hier, ich mache mal Licht an, weil das ist schon ein bisschen unterbelichtet hier. Das hätte ich gleich von Anfang an machen können, das sieht man wieder gar nichts hier. Auf jeden Fall ist hier mein Mischpult jetzt auch in einem Case drin. Hab dann Ausgänge XLR, da für meinen Bluetooth-Stick und hier wieder Powercon in. Dass quasi das ein separates Rack ist, wo halt separat Powercon reingeht. Und da hinten ist eine USB-Platte drin dazwischen. Da hinten ist dann für ganz viele Kabel Platz, also fürs Beacon, für Powercon, für Kabeltrommel, wo ich halt alles hinten reinschmeißen kann und dann vielleicht noch mehr Fächer reinmache, wo das dann auch alles Platz findet da hinten drin. Gut, den LFN 405, den habe ich jetzt da nicht gesetzt. In den Ramsch da. Ansonsten habe ich mir noch ganz viele Powercon-Kabel gebaut. Auch von so, weißt, dass ich halt da mal, wenn ich Bock habe, einfach mit Powercon mal hier das Rack betreiben kann. Oder einfach das Endstufen-Rack. Genau. Da habe ich hier auch 2 Powercon in. Also hier ist das zweite, der geht dann auf den zweiten Stecker, wo dann die zweite FP10 bei Betrieb drankommt. Momentan sind 2 FP10 im Betrieb gedacht, mit 4 Doppel-18er und jeweils 4 Tops, weil von diesen HKs kommen auch nochmal 2 Stück. Ja, das wird wirklich heftig nächstes Jahr. Das wird einfach nur noch heftig. Genau, das war's jetzt von mir. Mal so ein kleines Update-Video, so ein paar Minuten, dass ihr mal wisst, wie, wo, was ist. Ich weiß nicht, vielleicht hänge ich noch ein paar Videos im Hintergrund von dem Ramschen. Mal gucken, wie ich es mache. Ja,
Da hinten sind noch meine Speedcon-Kabel. Das ist alles unaufgeräumt. Da hinten habe ich von zu Weihnachten eine Oberfräse bekommen. Das ist echt ein geiles Spielzeug, ohne Scheiß. Gut, ich habe schon einen Fräser geschrottet. Ich bin reingefahren und habe eine Schraube zerfräst. Da ist der Fräser dann ein bisschen Arsch gegangen. Das hat er dann gar nicht so gemacht, der Fräser. Ich entschuldige mich echt für die Bildqualität, das ist übel der Scheiß. Also da bin ich mal reingefahren. Ach Mann. Alles für den Domi seine Top-Teile. Er weiß, was los ist. Ich habe vergessen, die Schrauben rauszuschrauben. Ah, das hat mich halt richtig geärgert. Aber ja, was will ich machen? Ist halt ein Fräser im Arsch. Genau. Und ansonsten, ihr wisst es, Bier trinken ist wichtig. Dann verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder. Das war mein Update-Video. Danke übrigens für 800 Abonnenten. Ich glaube, das setze ich jetzt hier so als 800 Abonnenten-Special mit rein. So als Update-Video. LBHs verkauft, zweite FP10 mit Stromcase und Mischpultcase. Ich weiß nicht, wie es macht, keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mir da irgendwas schon überlegen und zusammenschneiden. Genau. Ja, das war's dann jetzt von mir. Updates und viele Videos folgen. Also, ich habe genügend Videomaterial wieder auf Lager. Spoiler, Doppel-18er und so, Material und so und was weiß ich alles. Anbauteile sind schon kommen. Fehlt halt nur das Holz und dann, ja, genau. Ciao. Das schaut schon besser aus. Humpa, humpa. Humpa, humpa, hopsasa. Also am letzten Kanal ganz unten ist jetzt ein Topf dran, dass ich halt ein bisschen was höre.